Teams treffen heute in der Liga also zum zweiten Mal aufeinander. Deine subjektive Einschätzung, Hansi. Welcher Spieler, denkst du, wird den Unterschied machen? Auch wenn er nicht für die ganz große Eleganz steht, aber Per Mertesacker ist ein echter Leader, ein starker Verteidiger. Und seine körperliche Dominanz immer wieder ganz wichtig für die Mannschaft. Ich bin da voll und ganz deiner Meinung. Guter Flankenwechsel. Jetzt ist Übersicht gefragt. Der Ball geht zum Torhüter. Irgendwie haben sie es geschafft, ungeschoren davon zu kommen. Er versucht, die Lücke in der Abwehr zu finden. So, jetzt geht's weiter, auch mit Commentary. Hatte gerade ein bisschen was zu tun. Wir sind zu Gast bei Manchester United im Old Trafford. Oh mein Gott, hat er das gerade wirklich gesagt, der Kommentator? Ziel des Fußballs ist, Tore zu schießen. Ja, ist auch sein erstes Tor. Ein Kopfballtor von Maurice, Alter. 1-0 für Heimaterde auswärts im Old Trafford. Ich freue mich, Alter. Da hat er gerade noch hier den Pass gegeben und rennt dann in die Mitte. Und da kommt der Ball auch gleich wieder auf ihn zurück. Und er erzielt ein Kopfballtor. Wer ist das da eigentlich? Ich glaube, das war Luke Shaw. Gegen den er da das Kopfballduell gewonnen hat. Jawohl, schöner Kopfball. So, das ist ja jetzt die erste Folge. Schon wieder Ball gewonnen. Okay, ah, mein Gott. Das ist ja jetzt die erste Folge 2016, ne? Wenn wir uns mal zurückerinnern. Alter, warum denn die Seite? Schön, Luis Gustavo. Alter, warum auch immer der Ball hochgeflogen ist? Keine Ahnung. Alter, dass der an so einen Ball nicht rankommt. Jetzt weiß ich wieder, warum ich dieses Spiel so hasse. Und warum ich auch keine weitere Saison hiervon spielen werde. Weil das Spiel ein Haufen Dreck ist, Alter. So, Tilo. Hast du? Jawohl. Und nächste Kopfballchance. Die Maria spielt noch da. So, wenn wir uns mal zurückerinnern. Wann war denn der Release nochmal? Ich meine, der war, klar, der war eine Woche vor dem FIFA-Release. Und jetzt hier eine Chance. Na, Thiele probiert zwar mit einem Scheißkopfball. Wann war denn der nochmal? Ich glaube 17. September. So, Halbzeit. Und ich habe ja eigentlich versucht, so seit dem Release dann jeden Tag eine Folge rauszubringen, aber natürlich kam es nicht immer dazu. Aus diversen Gründen ist ja auch egal. Aber einfach. Seit September läuft dieses Let's Play hier, seit Mitte September läuft dieses Let's Play auf diesem Kanal. Noch eine Menge Ballbesitz, knapp 70%, finde ich gut. Und ja. Jetzt haben wir schon 2016. Also, oh, schön, der wird sogar was. Ach, scheiß Pass, Alter. Ey, was zum Teufel, Alter. So, also, wenn wir jetzt mal so nach den Spielen gehen, vom Spielplan her, dann geht das Let's Play jetzt noch
Oh, Florian. Ja, mach mal eine Flanke. Ah, das war scheiße, hätte er selber abziehen sollen. Jetzt kommen hier wieder die hohen Pässe. Ich kotze im Strahl, Alter. Schön. Aha, abseits, scheiße. Wie sehr denn, wie knapp denn? Okay, 2-3 Meter. Also das Let's Play wird wohl so bis zum Mitte Januar gehen. Wir haben ja jetzt wohl rein theoretisch den ersten. Und dann wäre es natürlich auch geil, hier einen Sieg mitzunehmen. Schön. Genau, guck da unten nochmal. Der Tim. Flanke in die Mitte, da ist der Maurice. Und das ist ein zweites Kopfballtor. Das gibt's doch nicht. 2-0. Zweites Kopfballtor von ihm in diesem Spiel. Mein Gott. Also uns erwarten jetzt noch einige... einige Spiele, klar. Mit dem TSV Heimat Erde. Einige Qualifikationsspiele mit Japan noch. Und vielleicht das Abschiedsspiel gegen die Old Boys von PES. Und ja, dann bleibt natürlich noch die Frage offen, ob es hier noch eine weitere Saison von PES geben soll. Ich persönlich rechne nicht damit, wenn ich ganz ehrlich bin. Wer ist denn Shehu eigentlich? Oh, schön. Florian! Okay, drüber. Weil mir geht das Spiel einfach zu sehr auf die Nerven. Ihr habt ja über all die Folgen, das sind ja jetzt mittlerweile müssen es glaube ich 87, 88 sein oder so. Und ja, wir kommen hier in diesem Let's Play wirklich auf über 100 Folgen. Und ich glaube über die Hälfte von der... Alter, das darf nicht wahr sein. Eine einfache Brustannahme. Mann, wegen sowas zum Beispiel. Das ist doch behindert, Alter. So, komm, hier. Wunderbar. Alter, wie kann man es so verscheißen? Ich wollte doch lang spielen. So, hier. Tim nochmal. Ah, Maurice. Konsolenschwein, Florian, Direktabnahme, wunderschöner Treffer. Also ich habe mich ja wirklich unzählige Male über dieses Spiel aufgeregt und das brauche ich einfach nicht mehr. Habt ihr das verstanden? Das brauche ich einfach nicht mehr. Klar, wir haben hier eine Menge schöne Momente, viele schöne Tore in PES miterlebt. Aber naja, ne. Da spiele ich lieber FIFA. Ich bin ja auch momentan am Grübeln, ob ich noch in FIFA 16, ob ich mit dem, leck mich am Arsch, was eine Annahme, Direktabnahme, ob ich denn mit FIFA 16 noch den Karrieremodus spielen soll, ob ich da so eine Reihe auf YouTube starten soll. Was hältst denn du davon? Soll ich noch FIFA 16 Let's Playen, den Karrieremodus, Trainerkarriere? Alle, die hergereist sind nach England, nach Manchester. Willkommen hier im Etihad Stadium. Der Heimatstätte von Manchester City. Da ist unser kleiner Fanblock mit den Bannern von TSV Heimatstätte und Team HD. Da sieht man Thiago Silva, nein, David Silva. Sind alle die gleichen. So, die Heimmannschaft hat natürlich Anstoß aus Fairplay-Gründen und wir sind direkt am Attackieren, weil wir richtig gut drauf sind. So, aber heute müssen wir aufpassen, dass wir... Ich sehe ihn. Das kann nicht sein, der kommt da trotzdem durch. Ein Pass und der trifft sofort. Naja, in diesem Fall nicht, aber Nasri hatte mal direkt die Chance. So, wo geht's denn hin? Es geht dahin. Der war zu weit. Aber Thilo kriegt den Ball. Ah, der war zu ungenau. Trotzdem macht Lea nochmal Druck. Lea gewinnt den Ball wieder.
Was war das denn, Junge? Was war das denn für eine Scheiße? Was für ein hässlicher Pass, Leon, Alter. Boah, sind immer noch die Besten im Verkacken. Dennis macht die Ecke, Luis Gustavo gewinnt das Kopfballduell und es steht 1-0. Luis Gustavo macht sein zweites Tor. Und macht ein bisschen Action mit der Eckfahne. Jawoll, Alter, der gewinnt das Kopfballduell und macht ein 1-0. Hier durch die Standardsituation. Coole Sache. Hätte ich nicht gedacht. Wunderbare Ecke, kurz gehalten. Und echt aus dem spitzen Winkel kann er immer noch treffen. Der hat doch gar keine Erfahrung in sowas. Also, von daher ist das sehr, sehr komisch gerade gewesen. Aber Tor ist Tor. Wir führen 1-0. Luis Gustavo gewinnt immer noch Bälle. Der ist so gut, der Kerl. Leon. Ah, super Pass. Los, spiel jetzt mal. Oh, da ist... Na, kann er sich leider nicht. Ah, ich wollte auch sowieso auf Dingens spielen. Schön. Oh, das ist Tilos Chance. Zieh ab. Oh, genau auf den Mann. Na, das war ein Foul, Luis. Schön. Erstmal ein bisschen verteilen wieder. Und dann geht's weiter. Oh, Florian gewinnt den Ball wieder. Das ist seine Chance. Und er macht ihn sogar. 2-0. Okay, das war komisch, wie der gelaufen ist. Und wieder ein Eckenjubel, ein anderer. Cool. Hier der komische, komplizierte Pass zurück. Florian gewinnt den Ball wieder. Und jetzt, na, kleine druckvolle Situation gegen zwei Verteidiger, aber der kommt damit klar und macht ihn nur noch rein. Sehr gut. 2-0 führen wir gegen Manchester City. Hätte ich echt gedacht, wir haben da mehr mordsmäßige Probleme mit denen. Aber das ist echt nicht so. Hier, in der letzten Situation, letzten Sekunde noch abgezogen. Es steht 2-0 für uns und das höchst verdient. Na, das war ein Foul. Gut gemacht, Leon. Oh. Vorsicht, jawohl, es hat echt noch funktioniert hier. Oh mein Gott, ich glaube, wir sehen... Ach scheiße, warum macht er denn keinen scheiß Übersteiger, der Hurensohn? Ich wollte doch cooles Dribbling à la Messi machen. Ach Mensch, ist das wieder scheiße in PES, ey. Ich, weißt du, ich visiere auch noch die richtigen Spieler an und das Spiel nimmt, visiert sie wieder nicht an, ey. Och Mann, ich könnte so, die ganze Zeit könnte ich den scheiß Ball gewinnen. Mann, PES fickt mich schon wieder. Du Hurensohn. Meinst du, du kannst Mertesacker hier austricksen oder was? Boah, guter Kopfball. Maurice. Ah, sieht Nils. Hey, Nils kommt natürlich dran vorbei, wie auch immer. Und legt sich der Ball zu weit vor, wie ein Amateur. So, und jetzt ist Ende. 2-0 führen wir zur Halbzeit. Ja, ganz ehrlich, Leute, hier, boah, ich, oh mein Gott. Das ist so schwer mit mir und PES, ne? Das ist der Wahnsinn. Ich dachte, ich bin ein riesengroßer PES-Fan, aber
Wir sind so richtig, richtige Feinde geworden. Ja, trotzdem mache ich die Reihe hier natürlich jetzt noch zu Ende. Und auch mit Spaß zu Ende, keine Sorge. Also das Spiel hat natürlich seine schönen Seiten. Ah, what the fuck, Alter, ey. Hey, ich sehe gerade Christian. Christian spielt jetzt bei Manchester City. Hey, wir spielen heute gegen Chris. Mein Gott. Scheiße, ich hasse dieses Spiel so sehr, Alter. Chris spielt bei Manchester City, das ist ja cool. Macht sogar die Ecken. Coole Sache. Wusste gar nicht, dass wir heute gegen Chris spielen. Kannst du dich noch an Chris erinnern? Alter, das kann nicht wahr sein. Nicht mal einen vernünftigen Abstoß kann man hier machen. Das darf nicht wahr sein, Alter. Ich gehe gleich wieder FIFA spielen. Ah, okay. Bisher klappt es. Oh, jetzt hat der Flo den Ball. Oh, schön reingezogen. Abschluss. Ach, daneben. Scheiße. Das wäre ein schönes Tor gewesen. Wie der Nils guckt. Okay, da haben wir den Ball wieder. Und mal direkt. Was für ein Treffer von Nils. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Was für ein schönes Tor aus, weiß ich nicht, was waren das? 30 Meter oder so? Leck mich am Arsch, was für ein Tor. Das sind natürlich wieder die schönen Momente hier in PES, die wir miterleben dürfen. Solche grandiosen Tore. Bam. Man, wäre geil, wenn wir das jetzt aus der Sicht des Spielers sehen würden. Komm schon. Jawohl. Tatsächlich. Komm, genieß das. Und lauf zum Ball, zieh ab. Und treff aus dieser Entfernung. Alter, die Torhüter in PES sind einfach absolute Scheiße. Die reißen die Arme nicht mal auseinander. Die werfen sich nicht richtig hin. Als würden die sich ekeln, hier sich aufs Gras zu werfen und ihre Klamotten mal ein bisschen dreckig zu machen. Mein Gott, willkommen bei PES. Abseits. Mann, fick dich ins Knie, Alter. Er ist so ein guter... Mein Gott, ey. Du scheiß Amateur. Wie kann man denn da noch im Abseits stehen? Boah, Alter, ey. Wie viele Tore wir schon hätten machen können. Durch so scheiß Abseitssituationen. Okay, cool bleiben. Schön. Wow, in den Mann. Der ist zu weit. Alter, wie der Ball instant abgestoppt hat. Ich glaube, es geht los. Wow, ey, ich bin gerade richtig pingelig. Ey. Gut gemacht, Nils. Und was geht hier jetzt schon wieder ab? Alle verwandeln sich in Vollidioten und können keinen Fußball mehr spielen. Ach, fick dich ins Knie, Alter. Gab doch Vorteil. Was soll der Scheiß? Mal, leck mich am Arsch, ey. Es gibt Vorteil und dann pfeift er trotzdem noch so eine Scheiße ab. Nur weil der bei einem Aus war. Gibt's doch einfach nicht, ey. Ich habe echt keine Lust mehr. Der Chris macht den nicht rein. Nein! Boah, gut, Alter. Er hat nämlich einen richtig kranken Dingens Wert im Freistoß schießen. So, hier der Flo wieder. Der Flo wieder. Zieht wieder nach unten.
Falscher Moment, ich kotze, Alter. Dann müssen die noch ihre 100 Meter auslaufen, bis sie endlich wieder stehen, ey. Alter, willkommen bei PES. Ich hasse es so sehr. Flanke in die Mitte. Nils verkackt den Ball. Scheiße. Mann, Mann, bin ich grad zickig, ey. Hab grad richtig roten Stuhl. Boah, Alter. Hast du... What the fuck, was passiert denn da? Na? Hast du das gesehen? Oh, lass das nochmal in der Wiederholung sehen. Oh nein, das kann aber nicht wahr sein. Du kannst mir nicht sagen, dass die Wiederholung 4 Sekunden geht oder so. Ach Gott, ey, jetzt... Nee, so langsam reicht es, ey. Das ist ohne Frage wieder das letzte Spiel in meiner PES-Session. Gleich hole ich mir einen Eimer und kotze alles aus. Das darf doch nicht wahr sein, ey. Toll. Toll, Alter. Das mit dem Arm im Abseits. Ach, fick dich ins Knie, ey. Ganz einfach. So, immerhin gewinnen wir hier wieder 3-0. Jawohl. Sehr schöner 3-0-Sieg hier wieder gegen Manchester City. Jetzt würde mich echt mal interessieren, ob das oben noch so ein bisschen der Kampf zwischen ersten und zweiten Platz ist um die Meisterschaft. Oder ob wir wieder Luft dazwischen haben. Ja, mittlerweile haben wir 9 Punkte Abstand und Real Madrid verliert jetzt immer öfters. Wir bisher nur noch mit einer Niederlage. Dennis verbessert sich. Gesamtbewertung von Dennis auf 95 gestiegen. In FIFA wäre der so ein Biest, der wäre besser als Messi. So, als nächstes der 31. Spieltag gegen Valencia. So, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Tim.